Das klang etwas merkwürdig, war aber eigentlich der Versuch, mit einem Geistergeräusch euch zu erschrecken. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hey, oh, was geht? Wir sind wieder bei einer neuen Runde Mario hier, ey, weißt du Bescheid und so, ne? Ich mag diese Anmoderation nicht. Ich weiß auch nicht warum. Herzlich willkommen finde ich irgendwie so, auch nicht richtig jugendlich, aber irgendwie so besser als nichts. Ja, auf jeden Fall, heute geht's für uns ins geisterhafte Geisterschloss. Mit Ektoplasma und passt auf, dass wir unsere Strahlen nicht kreuzen. Don't do this. So, und kriegen wir den Geist? Nein, wir kriegen ihn nicht. Aber das ist nicht schlimm, denn im Schlossgarten spuken die Geister. Die spucken im Brunnen, die spucken im Außenreservoir, die spucken überall. Was steht denn hier auf dem Schild? Hauen wir erstmal das Schild. Ist ein blödes Schild, ist ein Kackschild. So, Mario, lesen, nicht schlappen. Meine Güte. Okay, es ist ein Kampf. Ja, was ist denn das? Da glitschen wir einfach mal außen. Dann lesen wir halt nicht. Sparen wir uns das Lesen, ist eh langweilig. Habt ihr euch bestimmt eh gedacht, oh, lesen. Oh, muss man das jetzt? So, gut, dann sparen wir uns das einfach. So, denn hier haben wir den dicken, fetten Bu. Und den müssen wir erstmal hier, der hat was ganz Komisches in sich. Und Bumpf. Das habe ich nie verstanden, dieses Geräusch. Aber auf jeden Fall befinden wir uns jetzt auf dem Weg zum Big Boos Burg. Big Boos Burg. Big Boos Burg. Klingt ein bisschen wie meine Stadt Duisburg. Große Duisburg. Gehe auf Geisterjagd. Okay. Dann komm näher. Spinnen. Wir sind in einem kleinen Schloss einer Burg, die irgendwie tierisch hässlich aussieht. Das fällt mir jetzt mal bewusst auf in all den Jahren, dass die tierisch hässlich ist mit dieser rostvermantelten Wand. So. Was steht denn hier? Können wir das lesen? Ja. Im Horrorhaus solltest du den Mund geschlossen halten, damit deine Zähne die Fangs klappern. Also. Ein stillschweigendes Let's Play. Das kann ich euch natürlich nicht bieten. Da muss ich jetzt einfach mal das Risiko eingeben, dass tatsächlich Klapper-Klapper die Zähne tun, ne? So. So. Rums. Was? Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Dann kannst du aber was erleben. So, ich muss gerade ein bisschen vorwegnehmen. Wir müssen hier Geister, die können wir, wenn die sichtbar sind, stampfen. Haben wir ja gerade schon gesehen. Ein bisschen piesacken. Genau wie diesen Geist. Wumms. Das werde ich auch meinem Bruder erzählen, weil wir haben alle denselben Look und deswegen reden wir auch alle gleich. Ne? Der Look macht den Unterschied. Don't look the same. Play the game. What a shame. So, weiter geht's hier. Das Auge des Osiris. Oder einfach nur ein glubschiger Auge vom Glubschpupsch. Was auch immer ein Glubschpupsch ist. Yes, my lord. Das werde ich meinem Bruder erzählen. Ja, das tu dann mal. So, bei den Augen gibt es nämlich eine Besonderheit, die können nämlich, nennen wir mal Kontaktlinsen, schleudern. Und wenn man ein bisschen gedreht hat, dann wird den schon schwindelig und geben den Geist auf. Und geben erneut 5, diese besonderen Münzen. So. Eieiei. Mir schaudert's, aber nur weil mir kalt wird im Nacken. Was ist das denn hier? Der Stuhl! Was ist das? Ein Buch. Ah. Hui. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Ja, sagt er in einem Geisterhaus. Ja. Da kommt der Geist. Da kommt der Geister. Schnell aus dem Sichtmodus raus, aus dem Ego-Modus. So. Das werde ich meinem Bruder erzählen. Ja, das sagst du bestimmt auch deinem Bruder. Stimmt's? Deswegen mein... Oh, nee, der sagt mehr. Ha. Du bist also unter Unruhestifter. Jetzt wirst du es büßen, was du meinen Geschwistern angetan hast.
Was? Krieg ich es jetzt mit einem Big Boo zu tun? Ist wahrscheinlich schon. Ja. Okay. Wenn das so ist. Und das wohl gruseligste Klavier der Welt. Das macht nämlich nichts. Außer man kommt zu nah. Dann. Alter. Oh, das ist riesig. Giant Big Boo. Bumpf. Oh. Ich bin auf seinem Geisterzipfel geglitten. Das kennt man auch nicht. Ich kick dich. Und ich kick dich. Und ab in die Ecke mit dir. Mario tritt. Ganz im Ernst, Mario tritt geistertot. Also, okay, darf man bei Geistern von Tod reden? Wie kommen wir denn jetzt nach... Oh, ja, das ist ja fast schon passgenau. Bling, bloing, bloing. Dieses Haus, es ist so gruselig, merkwürdig, mysteriös und doch wahr. Und wir haben einen Stern. Und springen aus dem Brunnen. Okay. Bestleistung. Gehe auf zur Geisterjagd. Speichern und weiter. Weiter. Okay, ja. Jetzt haben wir 32 Sterne und kommen gut voran. Aber wir müssen jetzt leider immer wieder hier den Geist und piesacken. Und dann immer wieder diesen Move machen. Oh, ich krabbel die einfach mal. Oh nein, was ist los? Besuche Big Boos Karussell. Was? Die haben ein Karussell? Sie haben ein Entertainment System? Ein altes, aber ein gutes? Ja, das könnten wir suchen, aber ich weiß natürlich, wo es ist. Früher hätte man gesagt, ach ja, du Klugscheißer, ach ja, du Klugscheißer. Und dann hätte ich gesagt, ach ja, richtig. Niemand außer mir weiß das. Ich bin gut, denn ich bin so krass. Da hat jemand vor gerade ein Auge auf mich geworfen und es hat glatt das Auge verschlagen. Okay. Mario hat Angst vor Wasser. Ich hoffe, das war gerade zu merken. Okay. Ah, ich habe mein Kabel hier über meinen Plopschutz. Das fällt mir jetzt gerade mal auf. Das ist ja voll irritierend. Irritierend ist das, ja. Überall das Wasser. Doch, die Musik ist so liebevoll. Damals war das richtig gruselig und ganz im Ernst. Wenn man sich darauf einlässt, verfehlt das jetzt immer noch nicht sein Ziel. Es ist wirklich ein bisschen gruselig. Komm doch mal ein bisschen näher ran, vielleicht bist du ja gleich auch schon gehäutet. Und hier müssen wir rein. Boos und ein Karussell der Werte. Boah, weg. Oh, an zwei. Weg, weg. Ah, noch einer. Weg mit dir. Ah, da haben wir noch so einen Knilch hier. Und noch ein Marshmallow. Ach, deine Großen, kick ich genauso gut. Guck mal. Guck mal meinen Schuh. Ich hab ein tolles Profil. Wow. Guck mal meinen Schuh, ein tolles Profil. Hier, fühl mal. Oh, ich hab dich gern. Okay, das war mein Schuh, das war mein ganzer Body. Ich hab ihn kaputt geknuddelt. Geister mögen es nicht geknuddelt zu werden, weil sie es nicht können. Ja. Dafür hatten wir direkt wieder den Sterne gekriegt, mit dem wir uns mit 33 Sternenpunkten können daten tun. Yahoo! Suchmaschine? Browser? Speichern und weiter. Meine Güte, wir kommen heute so gut voran. Das ist ja schon fast geisterhaft. Ach, ich alter Schelm, ich... Big Badabum, ich will ihn auch kaputt knuddeln. Ich will ihn kaputt knuddeln. Und. Moment, ich will ihn kaputt knuddeln. Okay, jetzt habe ich ihn doch gekickt. Und wieder rein in das gute. Gefäßileini. Feini, Heimi, Keini. Löse das Büchereirätsel. Hego. Was?
Ich bin kein Bibliothekar, von daher, ich kann nur Rohre verlegen und ich kann nur Let's Playen als Let's Player, also, und du bist nur Zuschauer und kannst nur zuschauen als Zuschauer. Jetzt gerade, was war das denn noch mit der Bücherei? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Was war denn das mit der Bücherei? Was war das denn? Jetzt ohne Witz, ich mach gerade kein Spürkes, ich weiß jetzt nicht mehr, was das war. Es kann auch daran liegen, dass ich das nie gelesen habe. Oh, ah, okay, ich glaube, ich weiß, was das ist. Oh nein, die Bücher, sie fliegen, raus, puh. Aua, das war harte Kost, das war die Bühl. Naja, ich glaube nicht, dass es hier ist. Mushroom Kingdom für Anfänger war das. Oh, das war das falsche Buch. Das war auch das falsche Buch. Das war richtig. Ist das jetzt richtig? Ja. Und jetzt? Und jetzt? Oh nein. Eine Wand verschiebt sich. Mit noch mehr Büchern. Wer will sie alle lesen? Ja, bloß hier schnell raus. Was ist das? Ist das unser Ziel? Ist das unsere Erleuchtung? Nein, es ist unser nächster Stern. Und vielleicht auch alles drei zusammen. Wer weiß? Yahoo! Und wir haben nicht mal eine einzige Münze eingesammelt. Das muss man sich ja auch mal geben. Und übrigens, Geister sind immer heimlich still und leise hinter einem. Und dann steht man auf denen drauf und dann sind sie überrascht und kann man sie in den Geisterzipfel drücken. Und dann vor lauter Freude rennt man gegen den Brunnen mit dem Kopf und dem Kinn und das kitzelt dann immer so ein bisschen. Ich will ihn wieder kaputtknuddeln. Ich will ihn kaputtknuddeln. Ich will ihn kaputtknuddeln. Das war kein Knuddeln. Ich will ihn knuddeln. Er knuddelt mich gleich, wenn ich so weitermache. Knuddeln. Ich bin ihn voll mit dem Body Slam auf den Kopf drauf, ey. Oh, jetzt hat der Geisterzipfel mich aber getroffen. Okay, dann kriegt er einen Arschtritt. Ich meine natürlich einen Zipfelkick. Der Zipfelkick, der Zipfelkick. Machst du da jetzt auch mit? 8 rote Münzen. Eieieiei. 8 rote Münzen und dann noch nicht mal ein volles Leben. Wie soll denn das nur weitergehen mit uns hier? Zum Glück ist das Level nicht so gigantonomisch, dass man nicht wissen würde, wo wir hier was finden. So. Rote Münzen sind unser Ziel. Die holen wir uns jetzt auch mit mehr oder weniger Stil. Aber erstmal Klavier. Spiel mein Lied. Hallo, Klavier? Das Klavier spielt das Zahnlied. So, denn da hier ist eine rote Münze. Das bissige Klavier, das freute mich so hier. Wow. Und wow. Wer versteckt denn hier oben auf den staubigen Bücherregalen diese roten Münzen? Das kann doch nur Nintendo gewesen sein. Wie ich da bloß drauf komme. Ha, da wollte uns doch ein Stuhl durch die Tür folgen. Ha, hat aber nicht geklappt. Hat nicht geklappt. No, sir. That don't work. So. Mal gucken, ob mal wieder ein Auge auf uns ist. Ah, guck mal hier. Ich muss ihm nur meinen Knackarsch hinhalten. Okay, oder auch nicht. Knackarsch. Guck. Mario hat einen super Knackarsch. Okay. Okay, hast du jetzt ein Auge auf mich geworfen oder was? Hör mal, du Auge. Erblicket meinen künstlerischen Body. Also dem von Mario, nicht mein. So, krieg ich's gerade mal hin, diesen coolen Move. Ja, wenn ich jetzt die Wand abschätzen kann, dann könnte es klappen, dass ich das hinkriege. Aber wer weiß das schon? Niemand weiß das. Miami weiß das. Ungewiss weiß Miami weiß. Achso, hier waren wir ja gerade. Tut mir leid, ich habe mich in dem Raum geirrt. Kann auch mal passieren. So, nächste Tür. Jetzt auch hier. Hier können wir übrigens runterfallen. Hier haben wir schon mal den Geister gekickt. Den Geister. Den Geist. So.
Wie viele rote Münzen haben wir denn jetzt? Wir haben 4. 4 rote Münzen. Und ich bin am Überlegen, ob wir uns... Nee, ich hole hier noch nicht die 100, weil das hat Gründe. Ich will nicht zu viel spoilern. Sagen wir es mal so. Wow. Ich habe 2 Bücher einfach mit meinem ganzen Körper zerstört, ohne sie zu lesen. Das ist ja schon unverschämt. Das muss man mal in der Bücherei bringen. Nächsten Buch hin. Body Slam. Ich mach den Mario. Ey, ich mach den Mario. Das nennst du dann Live-Action-Cosplay. Wow, wow. Ihr redet doch rüber da mit uns. Oh, ich glaube, ich weiß schon, wo der rote Stern herkommt. Und hier weiß ich, dass wir keinen roten Stern finden werden. Finden wir hier einen roten Stern? Nein, hier finden wir keinen roten Stern. Aber ein Buch. Es war zu früh. Es war zu früh, du Buch. Wir waren doch noch gar nicht richtig drin. Wir waren nur dabei. Dann waren wir da draußen. Oh wei, oh wei. So. Oh, ein Auge, es wirft auf uns einen Blick. Und ich laufe im Kreis so schick. Ich tue so, als wenn ich nicht singen kann. Deswegen verziehe ich die Töne, weil ich es so kann. La 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 la. So, mit meiner mit meiner schlechten Gesangseinlage habe ich jetzt alles hier vergaut. Was ist das denn hier? Wow, wow, wow. Wum, 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 wum. Die Toten erwachen zum Leben. Oh, noch eine rote Mütze, meine. Wow, dieser unglaublich schöne Stern. Habt ihr ihn auch gesehen? Nein, ich auch nicht. Es war die Wand irgendwie im Weg. Aber gut zu wissen, dass er da in der Wand wäre, wenn wir da durch sind. Wo ist denn der Stern? Wo ist denn der Stern? Hier ist der Stern. Hier ist der Stern. Easy peasy. Würde ich schon mal glatt sagen. Bling, bloing, bloing, bling, blong. Ja. 8 rote Münzen, 51 Stern. Münzen. Hey. Und 35 Sterne. Okay. Aber jetzt kriegen wir es doch hin. Knuddeln! Knuddeln! Achso. Profil abcheckt mit Stampf- und Po-Attacke. Profilcheck. Profilknuddler! Ha, jetzt hat er gedacht, wir kicken ihn, aber ne. Fuchs, ich ihn knuddeln will. So, klettere auf Big Boos Balkon. Balkon. Auf dem Balkon. Das ist wie Diddy Kong. Erinnere mich an Mario. Ich meine an Donkey Kong. An die alten guten Mario-Spiele. Wo er noch nicht Mario hieß, wo Donkey Kong der Held war. Oder der Bösewicht. Und Fässer schmieß nach unten wie gewiest. Wow, wow. Erstmal schöne Dunking, so nach vorne schleudern gegen die Wand, das ist gut. Ja, super. Hallo, klappt hier, ey. Auf Anhieb. Anhieb. Denn wenn wir 100 Münzen gemacht hätten, hätten wir auch hier nochmal hingemusst und das wollte ich noch nicht zeigen. So, jetzt komm, mach dich klein, du Geisterschwein. Oh, jetzt habe ich ihm gegeben. Ich hab's ihm gegeben, da wird er nicht mehr leben. So, ich wollte einfach mal gucken. Viele Situationen und Perspektiven haben wir nie betrachtet. So wie das gerade. Da konnte man nur die eine sehen. Wow, 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 wow. Knuddeln. Kein Knuddeln. Fußprofilkick. Knuddeln. Och, verdammt. Und knuddeln. Putz. Ja, erstmal den Kopf stoßen und den Geist ignorieren. Das ist auch schon knuddeln. Ja. Wow, wow, was war das denn? Ich war doch gar nicht mehr beim Geist. Spiel bitte. Okay, Geisterbomb. Knuddeln. Und Kick. Profilcheck. Oh, was war das denn, Mario? Bitte. Profilcheck. Check, check, check. Na, da will uns der Geist aber jetzt mal trollen. Wie sollen wir denn jetzt bitte da hochkommen, Tün? Diese Geister. Okay, es gibt einen einfachen Trick. Der heißt Rarorik. Nein, wir können nämlich hier rauflaufen.
Und auch rutschen. Wir können auch rutschen. Habe ich das schon erwähnt? Wir können rutschen. So, wir müssen nämlich hier irgendwie versuchen, raufzukommen. Dann genießen wir erstmal die Aussicht. Sehen, da oben ist noch ein Geheimnis. Und da werden wir uns jetzt definitiv hinbegeben. Das war gekonnt. Wow. Aber egal. Ich will diesen Powerstern. Aber noch ein Life-Up ist nicht schlecht. Here we go. Wieder aus dem Brunnen entsprungen, Mario der Klempnermann, weil er das einfach so kann. Yeah. Ja, klettere auf Big Boos Balkon. Man hätte auch sagen können, springe auf die Big Boobs aus Balkon. Okay, ja. Ich glaube, wir haben hier noch einen Stern. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich achte da nicht drauf. Ich zähle nicht mit, weil ich bin immer so fasziniert davon, die Geister hier zu knuddeln. Tut mir leid. Es ist, eigentlich ist das ein Wanst-Check. Kann man das so sagen? Der Wanst-Check? Finde das Auge im geheimen Raum. Was? Was? Ich glaube, das können wir gar nicht machen. Nee, das Geheimräumchen ist geheim. Deswegen können wir nie machen. Okay. Wir könnten 200 Münzen machen, aber spare ich mir jetzt auch erstmal. Okay, dann müssen wir den Kurs verlassen. Ach, das ist aber mal wieder ärgerlich. Aber das ist nicht schlimm, weil ich sehe gerade den Timer und der sagt mir, aufhören, blete, please. Zeit. Und die Zeit nehme ich mir, denn die Freiheit nehme ich mir. Na, wer kennt das noch? In dem Sinne, bis zur nächsten Folge und dann sind wir wieder im Keller tätig. Dann müssen wir wieder Rohr verlegen und dann gucken wir mal weiter, was geht. Das ist Pizza essen, Lasagne, Italiener, Klischee. Gehst, möchte ich dich noch darauf aufmerksam machen, wenn dir das hier gefallen hat, kannst du unseren Kanal gerne abonnieren, da wirst du kostenlos darüber informiert, wenn wir das nächste Mal wieder ein Super Mario grandioses Mario Play starten oder ein anderes gutes Level oder Let's Play. Also sei dabei, Cheerio, juhu, 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 juhu.